Was haben Tore und Feste gemeinsam? Von Pfälzern werden sie gefeiert, wie sie fallen. Der Lauterer Fanblock gratuliert stimmgewaltig zum 59. von Otto Rehhagel. Dann war aber Schluss mit lustig. Der Schönberg-Freistoß brachte zwar schon den Torschrei auf der einen oder anderen Lippe, aber irgendwie schienen Rehhagel und seine kickenden Angestellten ein bisschen vom Krachen der Vorstandsetage beeindruckt. Eine Opposition schoss gegen Atze Friedrich, worauf Rehhagel mit Rücktritt drohte. Die beste Antwort wären Tore gewesen, die nicht fielen. 0:0 in Müngersdorf. Toni und Andi, zwei Idole und für jeden einen Punkt.